Hallo, willkommen in der kleinen Garage. Heute ist ein super Tag, ich habe mir ein Motorrad gekauft, das neue Projekt. Wir laden das dann nur auf und das haben wir da in einer Schatzkammer gekauft, irgendwo in Oberösterreich. Und diese Schatzkammer schauen wir uns an. Und jeder, der ein Herz hat für BMW, das bleibt jetzt stehen. Weil das, was da herinnen ist, in geballter Ladung, kriegt man woanders nirgends. Nirgends. Also, unbedingt zuschauen, seid dabei. Hubert, wo fährst du schon wieder hin? Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil heute holen wir die BMW R100 GS in der totalen Einöde. So schaut's da aus. Da drüben sind die Füchse und da sind die Hühner. Einöde ist richtig, weil wir haben es ins Navi eingeben und das Navi war verwirrt, wo wir hinfahren wollen. Also ich war ja schon mal dort, der Hubert will sich das jetzt anschauen und ich habe versprochen, dass das einzigartig wird, wo wir da jetzt hinfahren. Ihr werdet es sehen. So, hallo, grüß euch nach unserer langen Anfahrt. Wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt beim Josef. Und wir stehen vor der BMW, die sich der Hubert mitnimmt. Der Josef gibt sie schweren Herzens ab. Und wie wir die aus der Garage geschoben haben, haben wir ja noch andere Sachen entdeckt und die will ich euch jetzt einmal zeigen. Jetzt stehen wir beim Josef in der Garage vor einem Regal. Da geht das Herz auf. Zylinder ohne Ende in jeder Variation. Egal, wo ich hinschaue, Ersatzteile, Ersatzteile. Josef, und diese Dinge würdest du verkaufen? Alles, ja. Würde alles verkaufen. Und das hast du alles über die Jahre so zusammengesammelt? In den letzten 10 Jahren habe ich das zusammengesammelt. Mein Herz ist für BMW und aus dem Grund habe ich das gemacht. Aber jetzt frage ich dich was Spezielles, weil das ist mir geschossen, das sowas suche ich schon länger. Ich brauche halt eine Felgen, die versetzt eingespart ist, damit ich einen breiten Reifen reinbringe, einen 140er. Ja, habe ich mehrere, braucht man nur woanders, die schaue ich in ein anderes Lager. Hubert, was sagst du? Da sind ja lauter schöne Köpfe. Hast du die auch schon alle neu gemacht? Ja, da sind einige dabei, die was neu gemacht sind. Ist alles zum Verkauf. Also allein da schon sind da vier, fünf Maschinen schon gekippt. Und da sehe ich noch einen Motorblock und einen Rahmen. Aber meine Felgen sehe ich nicht. Ja, die müssen wir woanders ziehen, die haben wir. Okay, du hast noch mehr. Ja, ich habe noch mehr. Schauen wir noch in Köln jetzt. Die Zylinderköpfe sind eher Bastelteile mit kaputten Auspuffgewinde und so. Also es gibt auch Teile, wo man sagt, okay, ich lasse mir das Gewinde eh reparieren, ja, ich brauche genau. Einen günstigeren. Das wären billige Bastelteile. Von R45 bis R100. Dachos. Und da sind, richtig, haben wir jede Menge Dachos und Scheinwerfer. Aber die Felgen, glaube ich, hast du nicht, weil da sehe ich keine. Ah, das Geduld, kriegen wir schon. Hast du nur einen Raum? Haben wir nur einen Raum. Hubert, es gibt nur einen Raum. Schau da, aber in der Film. Aha, da ist das also. Aha, da ist das. Jetzt bin ich ja schon gespannt, was das ja da ist bei dir. Auskunft.
Wo ist die Föhn? Ah, oh, da müssen wir da rein. Das sind jetzt lauter Föllner von der R100 R-Paralleber und von der R100 GS-Paralleber. Das zum Beispiel war jetzt eine außermittig gespeicht in 140er Raufen von der R100 R. Okay, da bringe ich dann den 140er Raufen rein. Ja. Ja, super. 140, 80, 17. Ja, da müssen wir dann noch reden, aber jetzt zeig einmal, was du noch alles da hast. Der ganze Stapel ist jetzt ein R100 GS oder R100 R. Das war ein GS-Föhn und zwar, das sind hauptsächlich R100-7, R100-6 und R100-5. Und alles? Oder R-7 halt, ja, R80, R100. Und das ist alles zum Verkauf? Alles zum Verkauf. Das sind Vorderräder von der Paraleber R100 R, R80 R. Also jetzt muss ich nachdenken, was ich noch brauche, aber jetzt schauen wir da noch, was hast du da noch, Rahmen hast? Das sind lauter Hinterräder von der R45 bis R100. Mhm. Schöne Föhn. Der ganze Stapel. Ein paar Tanks sehe ich da noch. Das sind Föhne von der Monoleber. Und hättest du zum Beispiel einen Motorblock? Haben wir auch. Einen R100? Haben wir, ja. Gar nicht, wo ich hinschauen soll. Ja, schon das zum Beispiel sind Motorblöcke von der R100, R65 und R45. Da sehe ich auch noch Schwingen. Schwingen von der Monoleber. Monoleber mit Kardan. Und auch R45, R65 sind da doch. Was sehe ich denn noch? Da haben Fäschi. Die sind lauter Paraleber-Tanks. Verkleidungen. Das sind Auspuff original für die GS. Edelstahl. Getriebe. Da habe ich Getriebe. Und ein Kickergetriebe habe ich aber. Das sind Hinterachsantrieb Monoleber. Monoleber mit der 4 Schrauben. Ja. Habe ich einige. Das sind Hinterachsgetriebe Paraleber. Das waren Lenkerverkleidungen für die BMW und da herum hätte ich Vollverkleidungen für die BMW. 2 Ventiler. Also ich glaube, wer solche Sachen sucht, der weiß, der sieht sofort. Genau, das reicht schon, ja. Der sieht sofort, was das genau ist. Bremsscheiben. Und da haben wir sicher noch Bastelteile, Handguards, ja. Kupplungsteile. Kupplungsteile für die Strich-Simmer-Modelle. Also wenn wer so irgendwo Einzelteile ja. braucht, ja, haben wir es. Josef, hast du alles? Rahmen, Hex. Josef, was sind das für Rahmen? Ja, das sind Rahmen von der R80 und der 100 Paraleber. Aha, und ein GS-Rahmen ist er doch, R80S oder R100S. Und das sind Hex von den Monoleber und Strich-7 und R45. Das sind zwei Rahmen für die R45, R65. Und da hätte ich nur einen ganzen Haufen Monoleber-Rahmen.
Das sind Rahmen von der R65 Monolever. So, jetzt sind wir hier drinnen. Mit der GS, die haben wir gerade abgeladen. Der Christian ist schon heimgefahren. Es ist spät, es war ein langer Tag heute, wir sind viele Kilometer gefahren. Ja, aber der Tag hat sich ausgezahlt. Beim Josef war es unglaublich. Ihr habt es selber gesehen. Wir haben versucht, das ein bisschen darzustellen, haben natürlich weit nicht alles zeigen können. Also wer was braucht, der soll es einfach dort mögen. Anrufen oder eine WhatsApp schreiben. Schickt sie ihm euch einen Wunsch, er schickt euch ein Foto, ihr sagt ja oder nein und dann kriegt ihr das Produkt. Ja, macht es gut. Ich freue mich auf nächstes Mal. Wird immer spannender jetzt bei der kleinen Garage. Jep, pfiat euch.